Hier haben wir uns mit Hills Sheriff Jackson verabredet. Tja, sieh mal da, ein herrenloses Pferd. Sehen wir es uns mal an? Ja. Fuzzy, da liegt ja jemand. Hä? Ist er das? Ja, das ist Jackson. Wir wussten, dass wir uns mit ihm verabredet hatten. Das ist jetzt schon der dritte Hills Sheriff. Wir nehmen ihn mit in die Stadt. Habt ihr ihn fertig gemacht, Judd? Ich weiß nicht, was du meinst. Na, unser Hilfs-Sheriff Jackson. Das geht dich einen Dreck an. Meinetwegen. Du, Judd, wolltest das Geld aus der Tasche. So, für heute genügt es mir. Darf ich mitspielen? Wenn es Ihnen Spaß macht. Einverstanden, Wolters? Natürlich. Danke. Hey, Ben. Eine Runde für uns an Tisch. Den üblichen Rum. Haben Sie meinen Bruder gesehen? Ich kann es nicht beschwören, Miss Wolters, aber ich glaube, er sitzt drüben in der Kneipe. Warum geht er immer wieder hin? Ich mach das Spiel. Gehen Sie mit, Wolters? 40 Dollar. Ich erhöhe um 20 Dollar. Ich steige aus. Ich gebe das Spiel so schnell nicht auf. Was haben Sie? Full House. Augenblick. Vier kleine Trümpfe. Das ist ja gar nicht möglich. Und warum nicht? Die habe ich abgelegt. Ein Moment mal. Soll das etwa... Mischen Sie sich nicht ein! Preis ist Spiel ehrlich. Der Kerl wollte mich betrügen. Und Sie haben das gewusst. Als Mauljunge, sonst bereust du es noch. Ihr seid Betrüger, ich gehe sofort zum Sheriff. Ich hab dich gewarnt. Oh, Jack! Er ist tot. Sie mörder sie! Es war Notwehr, Sie können alle fragen. Es war kaltblütiger Mord, wie in allen anderen Fällen, und ich werde etwas dagegen unternehmen. Und was wollen Sie dagegen machen? Ich werde den Vorgesetzten unseres Sheriffs davon berichten und werde alle Beteiligten mit vollem Namen nennen. Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, dann verschwinden Sie aus unserer Stadt. Ich lasse mich von Ihnen nicht so schnell einschüchtern, Bill Judd. So, das wird Sie noch ausstellen. Wenn sich jemand prügeln will, habe ich nichts dagegen. Aber wenn ein Mann eine Frau angreift, kriegt er es mit mir zu tun. Thank you.
Beine hoch. Immer schön brav bleiben. Jetzt möchte ich erst mal wissen, was hier los ist. Dieser Mann hat meinen Bruder erschossen. Was ist hier passiert? Nehmen Sie den Mann fest. Weswegen? Wegen Mordes an meinem Bruder. Er hat mich angegriffen und ich musste mich wehren. Wenn er in Notwehr gehandelt hat, habe ich keinen Anlass, ihn zu verhaften. Jeder Mensch hat das Recht, sich zu verteidigen. Was sind Sie für ein Sheriff? Dieser Mann gehört vor Gericht. Nur weil es irgendein hergelaufener Cowboy von mir verlangt, verhafte ich niemanden. Wir haben genug Zeugen hier. Wer hat den Mord mit angesehen? Tja, alle sind hier taub, stumm und blind. Na also, da haben Sie Ihre Antwort. Verschwinden Sie. Ich bleibe hier. Hier stimmt was nicht. Komm vor Sie, wir wollen der Dame helfen. Ich habe Jack erschossen. Gut, wieder einer weniger. Es gibt Schwierigkeiten. Warum? Seine Schwester wendet sich wahrscheinlich an den Marschall. Sie muss aus der Stadt verschwinden. Jawohl, Boss. Es ist aber noch was. Was denn? Ein Fremder ist in der Stadt. Er ist sehr neugierig, Boss. Wie heißt er? Niemand kennt ihn. Er hat sich eingemischt und verlangt, dass der Sheriff mich verhaftet. Der muss auch verschwinden. Aber wie? Das weißt du doch. Ja, das weiß ich. Der Kerl hat sich das selbst zuzuschreiben. Er war ein lieber Mensch und war so von Herzen gut. Nie hatte jemandem etwas getan. Warum musste ihm das passieren? Jetzt, nachdem endlich für uns beide alles gut geworden ist. Warum nur Onkel Bob? Das weiß ich nicht, Betty. Wir müssen versuchen, ohne ihn weiterzukommen. Beruhigen Sie sich. Wir werden dafür sorgen, dass so etwas in Zukunft nicht mehr geschieht. Hier gibt's so viel Land. Warum sind hier nur so wenig Siedler? Es waren früher viel mehr, bevor Bill Judd aufgetaucht ist. Seit wann ist eigentlich dieser Grayson schon im Ort? Oh, etwa 2 Monate. Aber alle zerbrechen sich den Kopf, was sich dieser Spieler von so einem kleinen Ort verspricht. Was werden Sie so allein anfangen? Sie ist nicht allein. Ich bleibe bei ihr. Vielen Dank, Onkel Bob. Wenn du hier bist, fürchte ich mich nicht. Sie sind wirklich sehr mutig. Ich werde die Pferde in den Stall bringen. Und ich kümmere mich ums Essen. Ihr Onkel ist Ihnen sehr behilflich. Bob ist nicht mein Onkel, sondern nur ein Freund der Familie. Er hat durch Missernte alles Land verloren und arbeitet seitdem für uns. Oft ist er ein bisschen wunderlich, aber sonst ist er sehr nett. Trotzdem wird Ihnen Ihr Bruder bei der Arbeit sehr fehlen. Ja, das ist wahr. Und wenn wir hier bleiben, hilft Ihnen das? Das würde mir sehr helfen, bestimmt. Wärst du damit einverstanden, Fussi? Das wäre fein, wir haben beide Ruhe nötig. Ja, ich war der erste Siedler hier in dieser Gegend. Der erste Farmer hier im Tal. Warum haben Sie sich denn nicht eine neue Farm aufgebaut? Weil alles beschlagnahmt worden ist von diesem Gesinde. Es hat ausgezeichnet geschmeckt, Miss Betty. Was machen Sie denn? Ich will ja gar keinen Kaffee machen. Trinken Sie noch eine Tasse. Vielen Dank, danach schlafe ich so schlecht. Na ja, schon gut. Danke. Wenn ihr aufgegessen habt, zeige ich euch eure Betten. Betten? Ach, das muss wunderbar sein, wieder mal in einem richtigen Bett zu schlafen. Einer
alles wieder andere. Ich werde mir bald einen neuen Partner anschaffen müssen. Na gut, hau ab. Was soll das bedeuten? Willst du mich loswerden? Na, du hast dich ja wegen der Übernachtung beschwert. Ich verstehe nicht, dass wir die ganze Nacht hier herumsitzen müssen, wenn man uns ein bequemes Bett angeboten hat. Weil heute Nacht sicher was passiert. Soll ich vielleicht die ganze Zeit hier sitzen? Wenn's nötig ist, ja. Ausgeschlossen, ich schlaf gleich ein. Trotz des vielen Kaffees, den du getrunken hast? Ach, von dem merke ich nichts mehr. Das ist die Farm. Wir lassen die Pferde hier und schleichen uns zu Fuß an. Joe und Carter bringen das Zeug mit. Es reicht, um 10 Farmen niederzubrennen. Gut, aber macht nichts falsch. Jeder von euch bewacht eine Hauswand. Ich stelle mich vor die Tür und knöpfe mir die beiden Fremden vor. Diese verdammten Hunde. Tja, komm, wir werden sie empfangen. Die sollen nur kommen. Was ist denn da passiert? Na, Mr. Judd, hatten Sie die Absicht, mit Ihrer Bande die Farm niederzubrennen? Du entwischst mir nicht, Junge. Meine Männer werden dir zeigen. Ihre Männer werden gar nichts. Da liegen sie. Wir haben einen Schuss gehört. Was war denn los?
Dieser Halunke wollte mit seiner Bande die Farm niederbrennen, Miss Betty. Nein. Da sind die Beweisstücke. Mutteröl und alte Lumpen. Wenn Sie nichts von dem Plan geahnt hätten, dann wären wir alle verbrannt. Wie sollen wir Ihnen nur dafür danken, mein Sohn? Gern geschehen. Warum hat man uns verbrennen wollen? Das werden wir erst erfahren, wenn wir wissen, wer der Anführer ist. Jad kommt als Boss nicht in Frage. Bis zum Abend lassen wir Sie hier. Dann schaffen wir Sie in die Stadt, sonst erregt die Sache zu viel Aufsehen. Entschuldigen Sie, Sheriff, dass wir noch so spät kommen. Dafür bringen wir gute Kunden. Was bedeutet das alles? Als wir an Wolters Farm vorbeiritten, haben uns die beiden eine Falle gestellt. Und was hatten Sie mit dem Öl und den Lumpen vor? Sperren Sie sie ein, bis das Gericht zusammentritt. Wer gibt Ihnen das Recht, mir etwas zu befehlen? Mein Revolver. Haben Sie was dagegen? Na gut, wenn Sie mich dazu zwingen. Öffnen Sie die Zelle. Ich erwarte, dass die Männer morgen noch hier sind. Was meinen Sie damit? Das, was ich sage. Wollt andeuten, dass ich meine Pflicht nicht tue? Sie haben mich genau verstanden. Einen Sheriffstern kann man sehr leicht loswerden. Wer sollte ihn mir abnehmen? Vielleicht können Ihnen die Bewohner etwas darüber sagen. Gute Nacht, Sheriff. Träumen Sie gut, Sheriff. Das war ein schönes Stück Arbeit. Jetzt kommen wir endlich ins Bett. Was ist denn noch? Wir haben noch etwas zu tun. Ach, schön, ich... Komm. Wach auf, Fussi. Ja. Es ist Tag. Ja. Na komm schon, komm schon. Au, au, au. Mein Rücken tut so weh. Bist du jetzt zufrieden, ja? Nein, ich bin's nicht. Wir werden noch etwas warten. Siehst du, Jay, wir hätten die ganze Nacht so schön schlafen. Sei still. Können, ja? Sieh dir das an. Oh, dieser Hund von einem Sheriff lässt die Kerle wieder raus. Komm mit, Jay, wir fangen sie uns wieder. Warte. Aber die werden uns entwischen. Das sollen sie auch ruhig. Komm, Fussi, wir verfolgen sie.
Kommt rein, ich habe mit euch zu sprechen, ihr Dummköpfe. So habe ich mir's vorgestellt. Jetzt wird sich sofort herausstellen, wer der Boss ist. Woher sollten wir wissen, dass sie uns auflauern? Ihr wisst, dass der Fremde hier ist und müsst damit rechnen. Ich brauche keine Revolverhelden, sondern Leute, die Verstand haben. Bis auf Betty Wolters und noch ein paar andere haben wir alle umgelegt. Jetzt kann's endlich losgehen. Hey, komm, machen wir die Bande fertig. Ich will noch was über Grayson hören. Was soll jetzt passieren? Mit den Schwarzen fertig. Was ist los, Chad? Hast du Angst? Nein, das nicht, aber das wird viel Arbeit machen. Verstehen Sie mich nicht falsch? Ich will mich nicht drücken. Das möchte ich dir auch raten. Willst du, dass man uns erwischt? Das hast du davon. Hättest du mich lieber im Bett schlafen lassen. Also, ihr schnappt euch Betty Wolters, den Schwarzen und seinen Partner. Und zwar in den nächsten 24 Stunden. Hm, jawohl. Ich weiß, wer da draußen genießt hat. Kommt mit, Jungs. Jack, sieh mal da drüben nach. Kommt weiter. Schnell zu den Pferden. Thank you.
verstecken uns hinter den Felsen. Und dann lieber, sonst können wir unser Testament machen. Zurück und sehen uns mal an, wer in dem Blockhaus wohnt. Und können uns den Anführer schnappen. Der ist bestimmt längst verschwunden. Aber vielleicht finden wir eine Spur. Ah, sieh mal, da kommt der Onkel Bock. Du hast recht. Ich habe schon überall nach Ihnen gesucht. In der Stadt habe ich gehört, dass Jed und seine Bande ausgebrochen sind. Das haben wir schon gehört. Wir wollen uns das Versteck da noch ansehen. Ja, der Anführer ist noch vor ein paar Minuten im Blockhaus gewesen. Bitte Sie bitte. Nein. Sehen Sie lieber nach Betty. Dann ist sie nicht allein, wenn was passiert. Sie haben recht. Scheint es niemand zu Hause. Sehen wir uns lieber vor. Der Vogel ist ausgeflogen. Ich glaube nicht, dass wir hier etwas finden. Das will ich nicht behaupten. Sieh dir das mal an. Ja. Tja. Wer trägt heutzutage noch so große Spuren? Tja. Wenn wir den Mann finden, der diese Spuren besitzt, kennen wir den Anführer. Darauf wäre ich nicht gekommen. Haben Sie etwas entdeckt? Leider nicht. Dann wissen wir ja immer noch nicht, wer der Bandenführer ist. Ich habe mir die Sache überlegt. Ich kann mir denken, wer es ist. Wer denn? Grayson. Sonst ist in einem Ort wie Buffalo Pass für einen Berufsspieler kaum etwas zu erben, weil die Leute zu arm sind. Sie können recht haben. Als er ankam, haben auch die ersten Überfälle begonnen. Was meinen Sie, Onkel Bob? Jawohl, das ist durchaus möglich. Fuzzy, ich habe eine großartige Idee. Wenn du mich in Teufels Küche schickst, will ich nichts davon hören. Ja, du wirst mal ein bisschen Poker spielen. Hm? Ausgeschossen. Kommt nicht in Frage. Na bitte, spielen Sie aus. Immer mit der Ruhe. Erst muss ich mal überlegen. Falls Sie auf Ihren Freund warten, der kommt nicht. Warum nicht? Der Ärmste hat vor der Stadt einen kleinen Unfall gehabt. Los, spielen Sie aus. Nein, erst muss ich noch mal was trinken. Eben. Gib dem alten Trottel was zu trinken. Alter Trottel? Noch ein Wort und ich werde Ihnen zeigen, wer hier... Was soll ich Ihnen ein schönes bringen? Bitte ein Glas Wasser. Wasser? Haben wir hier nicht. Fangen wir endlich an zu spielen? Zeigen Sie mal, was Sie haben. Full House. Jetzt muss ich mich um meinen Freund kümmern. Nicht so voreilig. Ich habe Trumpf. Tja. Das ist das sechste Mal Trumpf. Sie wollen mich wohl beschummeln. Was wollen Sie damit sagen? Dass Sie ein verdammter Falschspieler sind. Wissen Sie, was passiert, wenn man jemanden falsch beschuldigt? Ich weiß genau, dass es stimmt. Los, beweis es, sonst kannst du dir die Kartoffel von unten ansehen. Vielleicht kann ich es beweisen. Hey, Jay, du bist ja noch heil. Ja, Judds Männer schießen sehr schlecht. Und jetzt nehmt ihr die Hände hoch. Judd, werfen Sie den Revolver weg.
Haben Sie beim Spiel immer einen Nerven im Ärmel? Sie sind ein ziemlich raffinierter Bursche, weiß ich. Was geht Ihnen an? Sie gehören auch zu der Bande. Aber darüber sprechen wir später noch. Und Sie schnappe ich mir auch noch, Judd. Wegen versuchter Brandstiftung in Wolters Farm. Und Sie sind auffällig. Was wollen Sie denn von mir? Das werden Sie gleich sehen. Stehen Sie auf. Was ist mit Judd? Der verfluchte Kerl ist mir durch die Hintertür entwischt. Soll ich ihn verfolgen? Den kriegen wir später auch noch. Kommen Sie, Grace. Deckung, Fuzzi. Wo ist das hergekommen? Das ist jetzt gleich. Erst von Grayson ein Geständnis. Grayson, bringen Sie ihn ins Haus. Ich hol schnell einen Arzt. Es ist zu spät. Ich bin erledigt. Wer war es? Judd hat auf mich geschossen. Warum? Sie fürchten, dass ich Sie verrate. Der Boss traf mir nicht mehr. Ich habe ihm gesagt, dass ich kein Revolverheld bin. Ich bin nur ein Spieler und weiter nichts. Warum sind Sie überhaupt hergekommen? Der Boss hat von mir verlangt, ich soll den Siedlern das Geld aus der Tasche holen. Und wozu? Um sie zu ruinieren. Würden Sie freiwillig das Land verlassen? Wer ist es? Er muss verrückt sein. Wer ist es? Sein Name ist... Er hat es überstanden. Ich mache mir Sorgen um Onkel Bob. Wie kommen Sie darauf? Er ist seit gestern weg. Er wollte an der Südgrenze einen Zaun retten. Seitdem ist er verschwunden. Hat sich Judd hier herumgetrieben? Nein, ich habe ihn nicht bemerkt. Man weiß nie, wann eine Klapperschlange beißt. Wenn nur nichts passiert ist. Es wäre schade um Onkel Bob. Wir werden ihn schon finden. Onkel Bob, bist du verletzt? Nein, ich habe Glück gehabt. Die Bande hat mich unterwegs erwischt und in das Blockhaus gesteckt. Ja, und weiter? Dann wollten sie versuchen, sie zu finden. Dadurch konnte ich entwischen. Grayson ist von der Bande erschossen worden. Grayson? Wann? Hier. Vor ein paar Minuten. Haben Sie was rausbekommen? Nicht viel. Er hat den Namen des Anführers nicht mehr genannt. Was soll jetzt geschehen? Wir reiten zum Blockhaus. Da erwischen wir den Boss. Er hat gesagt, er kommt wieder. Haben Sie ihn gesehen? Nein, er hatte sich versteckt. Jetzt kann er was erleben. Wir machen ihn unschädlich, bevor er noch mehr Morde begeht. Ich komme mit. Graysons Leiche bringen wir zur Stadt und dann müssen wir gleich zum Blockhaus. Ich komme auch mit. Nein, das ist viel zu gefährlich. Man hat meinen Bruder ermordet. Ich habe auch ein Wort mitzureden. Anscheinend ist wieder niemand zu Hause. Das wollen wir erst mal sehen. Ich werde draußen Wache halten. Nein, Fuzzi bleibt draußen. Sie kommen mit. Boss hat gewusst, dass ich hierher kommen werden. Wir müssen warten, bis der Boss wiederkommt. Vielleicht auch nicht. Kommen Sie mal her. Was ist das? Spurenabdrücke. Es ist mir etwas aufgefallen. Solche Spuren können wie Fingerabdrücke einen Täter überführen. Ich trage eine Sorte Spur. Betty wieder eine andere. Und Sie tragen eine dritte Sorte. Versuchen wir mal, ob Ihre Spuren passen. Cheyenne. Sind Sie verrückt geworden? Wir können es ja mal probieren. Setzen Sie sich hin und legen Sie die Füße auf den Tisch. Vielleicht passen die Spuren zu den Abdrücken. Soll das ein Witz sein? Warum machen Sie es nicht? Haben Sie vielleicht Angst? Nein. Ich wüsste nicht, wovor.
das möglich ist, das sollst du jetzt hören. Die anderen Farmer werden immer reicher und reicher, während ich meinen Grund und Boden eingebüßt habe. Mir hat dieser Boden mal gehört. Mir, dem ersten Siedler an diesem Ort. Der Boden war mein Eigentum, bevor ihn mir die anderen abgegauert haben. Es ist mein Land. Und auch Sie haben nicht das Recht, mir meinen Besitz wegzunehmen. Marsch! Ich habe die ganze Zeit gewusst, wer der Boss ist. Habt ihr das gehört? Anscheinend sitzt der Boss in der Patsche. Los, umzingeln das Haus, Jungs! Ein Glück, dass du auf Trab warst, Fussi. Sie kommen mit. Hitze, wir kriegen Besuch. Bewachen Sie den Gefangenen. Wir werden umzingelt. Sie kommen hier nicht lebend raus. Sie aber auch nicht. Fussi, geh ans Fenster. Sie verschwinden in die Ecke. Passen Sie auf, dass er keine Dummheit macht. Die hat sich auf die Pfoten verbrannt. Na, es ist jetzt zu viel für Sie. Wir müssen Sie überlisten. Ja, gut. Aber wie? Pass auf. Wir hören auf zu schießen und lassen Sie hereinkommen. Versuchen wir es. Betty, Sie legen sich auf die Erde. Fussi, stell dich hinter die Tür und pass auf. Und Sie setzen sich auf den Stuhl. Na, wird's bald. Keine falsche Bewegung. Machen Sie Dummheiten, knallt's. Keiner rührt sich, bis die ganze Bande im Haus ist. Und Fussi, du schnappst dir die Brüder. Das klappt nicht. Wenn's nicht klappt, müssen Sie dran glauben. Rührt sich niemand mehr. Wenn Sie sich totstellen, um uns zu überlisten, werden wir es rausfinden. Die Wolters ist erschossen. Hey, Boss, ist alles in Ordnung? Sagen Sie jetzt, Sie sollen reinkommen.
Alles in Ordnung. Kommt rein. Die Revolver weg und Hände hoch. Geben Sie es lieber. Sind erledigt, Schatt. Werfen Sie den Revolver weg. Es hat keinen Zweck mehr. Ich glaube, der Sheriff hat nicht geahnt, dass er mal in der eigenen Zelle sitzt. Er hat sich's aber redlich verdient. Außerdem haben wir jetzt einen neuen Sheriff. Hey, Fuzzy! Na, wo wollt ihr hin? Wir reiten spazieren und wollen den Mond beobachten. Übrigens habe ich ein Geschenk für dich. Tja, was soll ich damit? Stell ihn schön neben dich, damit du während der Dienststunde nicht einschläfst. Aha, aha.